Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Tourist Bus Simulator. Von diesem Spiel gab es ewig keine Folge mehr, aber heute möchte ich tatsächlich mich nochmal bei Team L Studios bedanken, denn die schicken mir immer die ganzen coolen, netten DLCs zu, die quasi neu entwickelt haben, und ich, Volldepp, schaffe es nie, ein Video darüber zu machen, obwohl ich diesen Simulator eigentlich so gerne spiele und da super, super gerne ein Video machen würde und mich da immer über die DLCs freue und wie cool die dann auch wirklich sind. Aber lange kein Video mehr, heute geht's wieder los und ich darf euch jetzt gleich hinter dieser Tür, habt vielleicht da schon im Fenster gesehen, einen neuen Bus präsentieren. Der ist schon vor 2 Wochen oder so rausgekommen, also den könnt ihr euch auch schon kaufen. Ich habe jetzt immerhin, jetzt mache ich ein Video, verzeiht mir das auf jeden Fall. Falls ihr übrigens möchtet, dass öfter wieder Tourist Bus und aber auch Fernbus Simulator Videos kommen, dann unbedingt mal ein Like da lassen. Ich hoffe, dass wir die 40 Likes knacken, dann wird das demnächst mal wieder kommen. Also unbedingt liken, falls ihr das nochmal sehen wollt, würde mich mega freuen. Und ihr könnt ja auch mal rechts oben beim i abstimmen, was euch lieber ist, Tourist Bus oder Fernbus. Vielleicht machen wir es einfach auch je nach Lust und Laune. Zum Beispiel diesen Bus, den ich euch jetzt gleich zeige, den gibt es jetzt erstmal bei Tourist Bus und der wird dann später erst bei Fernbus kommen. Also werde ich es wahrscheinlich dann so je nach anstehenden Events oder was auch immer dann machen. Aber ihr könnt da trotzdem super gerne abstimmen, würde mir auf jeden Fall helfen. So, wir stürmen jetzt mal raus und gucken uns den neuen Bus an. Das ist der wunderbare neue, ja, Kleinbus für den Tourist Bus Simulator. Es ist so ein kleiner Mercedes-Verschnitt, würde ich mal sagen. Ist ein bisschen dreckig auch, ich habe den schon ein bisschen gefahren. Ich bin da wirklich die letzten Corona-Wochen die ganze Zeit in diesem Spiel rumgefahren mit diesem und auch anderen Bussen, um einfach mal wieder ein bisschen, ja, Simulator zu spielen. Das hat, denke ich, ganz gut gepasst jetzt. Was soll ich sagen? Also, der Bus ist mega nice. Mir hat er super gefallen. Falls euch noch an dem Bus was stört oder falls euch da was auffällt oder falls euch da irgendwas besonders gut gefällt, könnt ihr mir das gerne mal reinschreiben. Vielleicht kann ich das dann auch mal weitergeben an Team L Studios, dass die da noch ein bisschen Feedback bekommen. Aber von meiner Seite aus gab es viel Positives, weil ich den Bus ganz gut finde. Mich freut es natürlich, dass wir endlich mal so einen kleinen Bus hier haben, nicht immer die riesigen. Die Tür sieht super aus, hier kann man auch provisorisch so ein Zeugs da ausklappen. Habe ich noch nie gebraucht, ich weiß auch nicht, mir ist noch nie ein Rollstuhlfahrer begegnet. Vielleicht passiert das irgendwann mal. Aber ja, ich finde, dass viele Details da sind. Hier zum Beispiel auch mit dem mit der Plakette, dass da dann auch das Kennzeichen und so draufsteht und dies und jenes. Also das finde ich richtig, richtig nice. Auch von innen drin ist natürlich ein kleiner Bus. Hier passen, glaube ich, so um die 20 Leute rein. Aber auch hier natürlich mit Knöpfen und Plaketten oder wie man das dann nennt. Also das sieht schon ziemlich, ziemlich nice und realistisch aus. Und mir hat das mega viel Spaß gemacht, mit dem zu spielen. Und das werden wir jetzt heute auch gleich mal machen. Was ist denn hier noch zu sagen? Ich weiß es nicht. Also man kann auch, ja, das stimmt, das kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Man kann auch tatsächlich von dieser Seite einsteigen, also von der Fahrerseite. Man kann leider noch nicht aussteigen, aber das habe ich schon weitergegeben, dass man das vielleicht irgendwie hier so nach Blickrichtung, dass man da irgendwie aussteigen kann. Keine Ahnung, mal gucken. Hilfe, ich will auch noch mit rein. Was ich auf jeden Fall unbedingt sagen möchte, und das ist nicht, weil ich ein Partner bin von Team L Studios oder ähnlichem, sondern einfach, weil ich in den letzten Wochen super, super gerne, wenn ich hier gespielt habe, das hier gemacht habe. Ich habe das Radio angemacht. Ich denke mal nicht, dass ich das auf YouTube zeigen darf. Da muss ich nochmal genau nachhaken. Aber ich habe das Radio angemacht und es gibt 2 Sender. Ich weiß, dass Team L Studios da wirklich sich viel Mühe für gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die in den letzten paar Wochen wirklich zum ersten Mal richtig angehört, diese Radiosender. Und es war, ich weiß, dass auch einige von euch, die nicht wahrscheinlich nicht so oft anhören, aber es gibt 2 Sender, einer mit Oldies, so 60er, 70er, 80er, 90er Jahre oder sowas. Und dann gibt es halt einen mit neumodischen Hits, sag ich mal. Und ich muss ehrlich sagen, beide Sender sind super cool gemacht. In Fernbus-Simulator gibt es dann auch nochmal so
ja, keine Ahnung, Warnungen, sag ich mal, so Geisterfahrer oder da liegt irgendwas auf der Strecke oder dies oder jenes. So Zwischenmeldungen quasi. Hier gibt es das jetzt, soweit ich überblicken konnte, nicht. Aber die Sender sind trotzdem super. Also ich habe super gerne diesen Oldies-Sender quasi gehört. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht und das war immer ganz nice, den nebenbei zu hören. Das war richtig, richtig schick. Ansonsten, ja gut, wir haben wir ganz üblich natürlich die ganzen Knöpfe hier. Das ist auch ganz cool gemacht mit dem Schalthebel hier. Und dann haben wir ganz normal, also das kennt man ja, schon Team 11 Studio typisch quasi. Aber es ist trotzdem ganz nett, so einen kleineren Bus mal zu haben. Und es macht wirklich Spaß, mit dem rumzufahren. Also das nur mal am Rande erwähnt. Damit habe ich den jetzt vorgestellt und damit würde ich sagen, legen wir jetzt mal los und machen ein paar Sachen. Falls ihr übrigens neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch gerne abonnieren. Ich habe gerade schon eine Fahrt abgesagt. Ich habe mir nämlich ein, zwei Leute eingestellt, die da für mich fahren sollen. Aber meine nächste Fahrt ist irgendwie am 26. Ich bin mir noch nicht sicher, gerade. Das sind 30 Fahrgäste. Die packe ich mit meinem kleinen Bus gar nicht. Das heißt, ich muss hier, ja, für null Strafe, das ist natürlich nett, ich muss hier absagen und nehme hier das mal an. Am 24.07. Ich habe nämlich jetzt Shuttle Service freigeschalten. Habe ich vorhin schon gesehen. Wir haben hier leider nur eine Strecke von 5 Minuten und 6 Fahrgästen. Aber ja, naja, egal. Auf jeden Fall. Wir steigen jetzt da mal ein und dann fahren wir mal zu dem wunderbaren Hotel und dann fahren wir die Gäste 5 Minuten irgendwo hin. Das ist super. Nice. Also wie gesagt, euer Feedback gerne auch gesehen in den Kommentaren für diesen Bus oder für irgendwas allgemein an dem Spiel. Was mir an diesem Bus besonders gut gefällt, ist, er hat zwar da links unten die Plakette, dass er bei 100, also dass er 100 fahren kann, aber er fährt deutlich mehr als 100. Ich habe, glaube ich, Top Speed war, glaube ich, 100. 45 oder so von mir, weil man kann auf manchen Strecken einfach, warum lässt er mich vor hier? Das ist ganz komisch. Man kann auf manchen Strecken halt einfach nicht oder hier meistens nicht so krass brettern, aber ja, also 145 glaube ich war irgendwie mein Top Speed. Schon ganz nett. Also das finde ich richtig, richtig cool an diesem Bus. Er hat auch coole Soundgeräusche, der Blinker oder so. Ich finde das richtig nice. Also das klingt schon sehr realistisch. Die KI, die ist nur immer noch ein bisschen kacke, aber da habe ich auch schon Infos bekommen, die wird gerade überarbeitet. Ich habe die Kamera heute so ein bisschen schräg aufgebaut. Ich hoffe, das sieht jetzt nicht dumm aus. Was auf jeden Fall dumm aussieht, ist mein fettes Headset. Ich brauche da unbedingt mal so kleine Kopfhörer, die per Funk aber funktionieren, per ja, Funkstrecke quasi, eine Frequenz. Aber die Dinger sind echt teuer. Wobei ich die natürlich super gerne mal haben würde. Dann würden hier einige Dinge besser laufen mit sowas. So, natürlich kommt genau jetzt einer entgegen. Die letzten 500 Meter kam keiner. Da hatte ich aber noch nicht so viel Speed. Komm jetzt, den packen wir. Da sind wir mit unserem Bus ein bisschen schneller. Die Beschleunigung ist natürlich jetzt nicht so krass. Aber wir kriegen es auf jeden Fall hin. Hören wir nochmal kurz ins Radio rein. Ich weiß echt nicht, ob ich das auf YouTube zeigen darf oder ob ich da irgendwie Copyright-Probleme bekomme. So, da können wir noch. Kenn ich nix. Oh Gott, Hilfe. So, und hier ein kleiner Trick, Leute, an der Stelle. Wenn ihr hier links fahrt, dann umgeht ihr quasi oben das Stoppschild. Und seid deutlich schneller. Das ist eigentlich super easy. Also ihr könnt quasi dann einfach hier rechts, zack, fertig. Weil die jetzt hier vorne, die haben von rechts und links ein Stoppschild. Und dann musst du halt stehen bleiben und gucken, ob einer kommt. Wenn du nicht einfach drüber rasen willst. Hier wird übrigens auch ein Stadion gebaut. Ich war richtig erschrocken, ey. Ich habe dieses Level 4 eben freigeschalten, dass ich Shuttle Service fahren darf, diesen Servicewagen fahren darf. Und ich dachte, das war's. Also ich dachte, das sind so die zwei neuen Features, die jetzt kommen. Plötzlich fahre ich hier entlang und das ist urplötzlich da ein Stadion einfach. Und ich dachte so, what the heck, was ist das denn? Ja, 150 haben wir schon drauf, glaube ich. Und dann kommt halt hier eine absolut tötende Kurve.
Hier ist halt ehrlich kein Auto. Weit und breit. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Also, ich fahre und fahre und komme nicht an. Was ist das denn? Alter, ich muss nach ganz da unten, nach Morocable, um die von da nach da zu fahren. Das ist so ein Prank. Aber bei der Gelegenheit kann ich euch dann gleich noch was zeigen. Alter, bremst halt noch stärker, oder? Ja, da wäre ich jetzt dieses Jahr auch gerne. Ich war ja schon mal, und das zeige ich euch gleich, auf Fuerteventura. Und mir hat es da super gefallen. Also das war richtig, richtig schön. Und auch relativ ruhig und so. Das ist echt ein Top-Urlaub gewesen. Und ja, dieses Jahr, Leute, ihr wisst ja alle, Hashtag Corona gönnt uns gar nichts. In die Kommentare. Leute, wisst ihr, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Ob diese Baustelle wirklich mal fertig wird, je nachdem welchen Spielstand man hat, irgendwie wenn man jetzt Stufe 5 oder 6 so erreicht hat, dass es dann fertig wird, oder ob das mit Absicht einfach so eine Dauerbaustelle bleibt. So, wir fahren jetzt da in diesen Ort rein, genau hier war ich nämlich im Urlaub. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht nicht original so aus, aber es sieht schon ein bisschen so aus. Also ich muss schon sagen, das werden, wie gesagt, mein Dad, meine Mom und so, die werden das fast schon wiedererkennen. Also ich muss schon sagen, Zielanzeige schalten wir nächstes Mal an. Aus Versehen zwar, aber egal. Also es ist, wie gesagt, nicht originalgetreu, aber es ist trotzdem, hat es sehr, sehr starke Ähnlichkeiten mit dem echten Yandia, und man kann das quasi schon an manchen Punkten erkennen, und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Jetzt sind wir eine halbe Stunde hergefahren, um 6 Leute vom Hotel Chade abzuholen, und eine Minute weiterzufahren. Ja, und da haben wir ein Hotel, sieht jetzt nicht so toll aus, meins war auf jeden Fall besser. Die Leute halten alle an, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Aber, Alter, der Bus ist so dreckig. Ey, Leute, den müssen wir auch mal waschen. Die Leute sind auf jeden Fall alle drin. Wir machen zu und fahren die jetzt einen Meter weiter, um dann, ich weiß nicht, 100 Euro zu bekommen. Ich glaube, ich habe mehr Sprit verfahren als alles andere. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Bei der Gelegenheit habe ich euch jetzt hier an dir gezeigt. Bei der Gelegenheit habe ich euch, ja, ich weiß nicht, was ich alles gemacht habe, ne? Nichts. Ich habe Sprit verfahren, das ist wirklich das Einzige. Das ist so lächerlich, dass sie hier nicht runtergelaufen sind. Den Shuttle habe ich euch natürlich gezeigt, das ist ganz klar. Also, wie man hier den Shuttle quasi eincheckt und so. Also, das ist logisch, ne? Ich hätte hier bleiben müssen. So, jetzt habe ich die hier hingebracht und das war's. GZ. Handbremse können wir auch mal ziehen. Ja, dann haut mal ab, ne? Also wie gesagt, diese Shuttle-Services sind schon ganz cool, wenn man dann von Hotel quasi... doch, ich habe irgendwie einen Skillpunkt. Habt ihr das gesehen? Das müsste gleich dastehen, ne? Ich habe irgendwie Skill 5 dann erreicht. Ja, du hast Level 5 erreicht. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Dann haben wir im Video sogar nach Level 5 erreicht, wegen so einer kleinen Fahrt. Na, auch nicht schlecht. Aber mal einen Shuttle-Service gefahren. Also wie gesagt, wenn man von Hotel zu Flughafen oder andersrum fährt oder so, macht das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß. Aber auch so ist ganz nett, also die dann einzuchecken und so. Also das, ich finde das nicht schlecht. Also das ist eine cooles Feature. Und ich weiß nicht, was es jetzt dann noch für Features gibt. Das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt haben wir eine Malerei, Lackiererei, ich weiß nicht, was das alles bringen soll, haben wir jetzt gefunden. Wir fahren jetzt nochmal ganz kurz nach Yandia, damit ich euch ein, zwei Sachen zeige noch. Einfach, um die Folge noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Dass ihr so quasi so Facts about me noch gleichzeitig, was heißt Facts? Okay, das sind keine Facts, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Aber, Alter, hier ist ja eine Todesschlange. Es leckt schon richtig, seht ihr das? Lol. Ja, dass ihr da auf jeden Fall ein, zwei Sachen noch erfahrt. Und
Ja, ansonsten müsst ihr dann unbedingt abstimmen für Tourist Bus und unbedingt ein Like da lassen, damit ihr eine weitere Folge seht. Und in dieser weiteren Folge, da würde ich euch dann zeigen, was ich jetzt mit Level 5 machen kann. Und vielleicht auf dem Rückweg, wenn wir dann zurückfahren zu unserem Hauptquartier und zu unserem Haus oder wie auch immer man das nennen will, Büro oder was auch immer, vielleicht ist ja sogar die Baustelle jetzt fertig. Ja, das wäre ja ganz verrückt. Ne? Also ihr werdet jetzt sehen, dass ich mehr Spritgeld verfahren habe. Ich habe 100 Euro dafür bekommen. Ich weiß es gar nicht, ob ich überhaupt 100 bekommen habe. Und wir tanken auf jeden Fall 100, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, 120. So, ich bleibe jetzt aber hier stehen, ist mir egal. Profis machen das genauso. Also quasi, wir sind hier vom Kreisverkehr den Berg so ein bisschen hochgegangen. Es ging noch ein Stück weiter hoch. Und da war rechts hier so unser Hotel. Also das war auch nicht schlecht. Und dann sind wir hier runtergegangen. Und dann war tatsächlich hier so ein Einkaufsladen. Da stand irgendwie so ein Formel 1 Auto auch noch drin. Das war krass. Hier dann... Lol, hier dann auch ein paar Einkaufsläden, ganz normal. Dieses Glas quasi hat dann auch zu unserem Hotel gehört. Es gibt sicherlich bessere Hotels, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja, auf jeden Fall. Das Glas da hat dann auch noch zu unserem Hotel gehört. Und wir sind dann immer hier rechts quasi rübergegangen. Hier gab es dann noch einen Silberstreifen. Das Glas hier war jetzt nicht da, dieser Zaun. Theoretisch, logischerweise. Dann sind wir hier immer so über den Zebrastreifen gegangen, der jetzt hier leider nicht vorhanden ist. Und dann da vorne über diesen Zebrastreifen, über diesen Nuppel, was wir gerade gefahren sind, quasi, dann links zum Strand gegangen. Hier war auch so ähnlich wie hier, also mit ganz, ganz vielen Büschen und auch umzäunt. War so ein, ich weiß nicht, geschütztes Gebiet, kann man, ist es glaube ich sogar gewesen. Da waren so ganz, ganz süße Erdmännchen, die waren so richtig klein und süß, also das war echt... Das war verrückt, das sieht jetzt nicht hundertprozentig so aus, aber es war auf jeden Fall, ja, man kann es erkennen, so ein breiter Strand und da der Leuchtturm, der war auf jeden Fall, ist in echt auf jeden Fall auch da. Also das sieht schon alles ganz nett aus, so ein ähnliches Hotel ist auch da gewesen, da hinten ging es dann zwar noch weiter mit Hotels, also es ist natürlich alles ein bisschen klein gehalten, aber das möchte ich damit sagen, also ich möchte hier wirklich sagen, es kann man auf jeden Fall zu 100% wiedererkennen und die geben sich da schon echt Mühe, das einigermaßen auf so einer verkleinerten Karte dann doch darzustellen, dass man das erkennen kann. Gut, ansonsten würde ich mich dann bedanken fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, ein Like da, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Stimmt oben beim i ab, was ihr sehen wollt. Und ansonsten kommen die nächsten paar Tage dann auch noch wieder ein paar FIFA-PES und sowas. Also das kommt alles, Football Manager. Das wird richtig, richtig cool. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und noch kein Abo da gelassen habt. Ansonsten haut rein, bis zu den nächsten Videos. Bis dahin und ciao, ciao. Das war zu wenig. Gegen stärkere Gegner müsst ihr euch schon noch steigern.